segne euch. Erhabener Meister, wir haben einen langen und gefahrvollen Weg hinter uns. Plündernde Mandschu-Söldner durchstreifen das Land und wir mussten uns oft vor ihnen verstecken. Ehrwürdiger Meister, ich bitte euch, nehmt mein Enkel in euer Kloster auf. Bitte erhebe dich, meine Tochter. Wir haben viel vom heldenhaften Kampf deines Sohnes gehört. Wir trauern um ihn als einen aufrechten Patrioten. Es ist traurig, dass der Kleine so früh seinen Vater verlieren musste. Das Shaolin-Kloster nimmt sich von jeher aller Weisen an. Aber unsere Regeln sind sehr streng. Glaubst du, dass das für den Jungen das Richtige ist? Es ist das einzig Richtige für ihn. Sein Vater hat sich zwei Dinge gewünscht. Erstens, dass sein Sohn in der Obhut des Shaolin-Klosters aufwächst. Und zweitens, dass er immer für sein Volk und gegen das Haus Jin kämpft. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass er den feigen Mord an seinen Eltern rächt. Ich kann dich verstehen. Der Wille seines Vaters soll erfüllt werden. Wir werden ihn zu einem guten Patrioten erziehen. Ich danke euch, ehrwürdiger Meister. Ich weiß, dass er bei euch in den besten Händen ist. Der Name des Jungen ist Shaolung. Ich gebe ihn jetzt in eure Obhut. Bitte steh auf und nimm Abschied von ihm. Ich muss jetzt gehen, Shaolung. Du bleibst hier im Kloster. Du wirst hier viel lernen und später ein kluger und starker Mann sein. Sei bescheiden und gehorche den Meistern. Sie wissen, was gut für dich ist. Du bist noch so klein und verstehst wahrscheinlich gar nicht, was ich sage. Aber glaub mir, wir wollen nur das Beste für dich. Gehst du jetzt wieder nach Hause, Großmutter? Ja. So, nun muss ich gehen. Und wenn ich ganz viel gelernt habe, dann komme ich wieder zu dir. Ja. Schau her. Wenn du dieses Stück Jade siehst, dann musst du zu mir kommen. Versprichst du mir das? Ja, Großmutter, das verspreche ich dir. Du bist ein braver Junge. Bitte, Meister. Hier sind seine Sachen und etwas Geld für das Kloster. Wir danken dir. Ich muss jetzt gehen. Leb wohl, mein Junge. Hm. Großmutter! Großmutter! Auf Wiedersehen! Shaolung! Shaolung, hast du dich verletzt? Ist nichts passiert. Das Gewicht war zu schwer für dich. Warum übertreibst du immer? Ruh dich erstmal aus. Du bist ja total erschöpft. Du musst dir deine Kräfte ein bisschen besser einteilen, sonst macht dein Körper einfach nicht mehr mit. Na, steh auf. Setz dich. Warum tust du das? Ich mache keine Fortschritte. Ich bin nicht schnell genug. Du bist doch einer der Besten. Aber du darfst nicht zu viel wollen. Hier, nimm das. Iss ein Stück davon, dann fühlst du dich viel besser. Essen? Sag mal, was ist das? Das ist das beste Stärkungsmittel. Ja? Eine Ginsengwurzel. Probier doch, das ist wirklich gut. Gut, ich versuch's, danke. Hey, was soll das? Gib sie wieder her. Du brauchst keine Stärkungsmittel. Das ist was für alte Weiber. Entschuldige, Tang Shun. Shaolung hat sich zu sehr angestrengt. Er braucht eine Stärkung. Hier, steck das wieder ein.
Es tut mir leid. Merk dir eins. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Aber schöpf deine Kraft aus dir selbst, nicht aus Wurzeln. Na, worauf wartet ihr noch? Übt weiter! Ja, Bruder. Nimm's ihm nicht übel. Der ist immer so streng. Meine Schüler, ihr habt nun die erste Stufe vollendet und ich bin sehr zufrieden mit euren Leistungen. Es gab Schüler, die haben am Anfang schneller gelernt als ihr, aber sie haben darüber vergessen, dass man vor allem geduldig sein muss und keiner von ihnen hat die 18. Stufe erreicht. In den nächsten Tagen werdet ihr in den Tigertempel umziehen und dort eure Ausbildung fortsetzen. Es ist ein weiter und mühevoller Weg bis zur perfekten Beherrschung des Shaolin Kung Fu. Lasst deshalb niemals nach in euren Bemühungen. Seid fleißig und macht eure täglichen Übungen. Dann werdet ihr eines Tages euer Ziel erreichen. Wir werden uns bemühen, Meister. Shaolong, zwischen uns sollte es keine Geheimnisse geben. Sag mir, wer du bist und woher du kommst. Wer ich bin? Na, Shaolong, das weißt du doch. Ich komme aus Sinling, mein Vater hatte dort ein Geschäft. Meine Eltern sind tot. Bei der großen Flut sind sie ertrunken. Ich war damals 2 Jahre alt. So? Und warum bist du dann nicht ertrunken? Was? Ach, ich war damals bei meiner Großmutter. Wenn du damals erst 2 warst, warum warst du nicht bei deinen Eltern? Da fragst du mich zu viel. Ja, weil du mich belügst. Nein, ich weiß es nicht anders. Gib dir keine Mühe. Ich glaub dir sowieso nicht. Die Mönche von Shaolin denken, sie wären die Hüter der Kultur und die einzigen Meister des Kung Fu. Die werden sich noch wundern. Ich lasse ihr Kloster niederbrennen. Verzeiht, Hoheit, darf ich etwas bemerken? Sprich. Wir haben keinen Grund zur Unruhe. Der Spion hat berichtet, dass der größte Teil der Mönche völlig harmlos ist. Und was ist mit den Rebellen, die sich da versteckt halten? Das sind nur wenige. Chen Liwang? Hoheit. Ich will, dass der Sohn dieses Rebellengenerals getötet wird. Wir dürfen ihn nicht zu groß werden lassen. Wie ihr befehlt, Herr. Diese jungen Hitzköpfe können gefährlich werden. Sie bringen zu viel Unruhe unter das Volk. Yumeng, du veranlasst seine Beseitigung. Wenn ihr irgendwo ein Zeichen von Aufruhr bemerkt, wird zugeschlagen. Ja, Hoheit. Der Kaiser verlangt die Ausrottung der Rebellen. Macht sie unbarmherzig nieder, wo sie es wagen, aufzumucken. Was ist denn? Ein Mörder. Ein Mörder? Wacht auf! Los, kommt alle raus! Ein Mörder ist im Kloster! Im Hof! Los, kommt doch in den Hof! Wacht doch endlich auf! Kommt mir nach! Ja! In den Hof! Ist er geflohen? Ja, Tang schon. Was soll dieser Aufruhr? Ein Kerl mit einer Maske hat versucht, mich zu erwürgen. Was? Hast du ihn entkommen lassen? Ja, er war zu schnell. Zu schnell. Sag lieber, du bist zu langsam gewesen. Das verstehe ich nicht. Wer könnte Interesse haben, dich umzubringen? Das weiß ich auch nicht. Es ist gut, Brüder. Geht wieder schlafen. Wir müssen morgen zeitlich aufstehen. Ja, Bruder. Hey!
Verliert nie eure innere Ruhe und stellt euch auf den Gegner ein. Nutzt eure Kenntnisse. Konzentriert euch auf die schwachen Punkte des Gegners. Oft entscheidet ein einziger Treffer den Kampf. Ein Schlag auf eines der empfindlichen Nervenzentren des Körpers genügt, um den Gegner vorübergehend zu lähmen und hilflos zu machen. Diese Zentren sind sehr klein und der Schlag muss genau sitzen. Das wollen wir jetzt üben. Tan Chun, du machst den Anfang. Konzentriere dich auf die roten Punkte. Ja, Meister. Gut, gleich nochmal. Ich werde die Punkte ansagen. Augenhöhe. Schläfen. Schlüsselbein. Rippen. Leisten. Sonnengeflecht. Hals. Haltet ihn! Taiji! Der Mörder! Lasst ihn nicht entkommen! Geh zurück. Ich erledige das. Du hast ihn getötet. Das war doch nicht nötig. Er wollte morden, also hat er den Tod verdient. Warum? Buddha, sei deiner Seele gnädig. Li Chaoqing? Ja, Euer Hoheit. Warum lebt dieser Rebellensohn noch? Antworte. Ich verstehe es nicht, Hoheit. Ich habe unsere besten Leute geschickt, aber sie haben versagt. Der erste wurde nicht mit Shaolong fertig und musste fliehen. Er ist mit Mühe und Not entkommen. Der andere wurde von den Mönchen gestellt und getötet. Verzeiht, Hoheit. Verfluchte Idioten! Versager! Ja. Nun soll Taiji es versuchen. Nein, er hat nicht bestanden. Shaolong, du bist dran. Ist auch nicht stark genug. Lasst nicht nach in euren Anstrengungen. Arbeitet weiter. Nur so erreicht ihr das Ziel. Schau, kannst Komm, du mich hören? Steh auf, wir bringen dich rüber in den Schlafsaal. Und wenn ich ganz viel gelernt habe, dann komme ich wieder zu dir. Schau hier. Wenn du dieses Stück Jade siehst, dann musst du zu mir kommen. Versprichst du mir das? Taiji, ich muss dich sprechen. Was willst du von mir?
Ich gehe morgen durch den Tunnel der 18 Bronzemänner. Ich muss hinaus. Was? Tu es nicht, bitte. Dein Können reicht nicht aus. Ich muss es versuchen. Selbstvertrauen allein reicht nicht. Ich kann das es. Das denke ich auch. Das Einzige, worauf du dich im Tunnel verlassen kannst, sind deine Fähigkeiten. Die Prüfung ist lebensgefährlich. Ja, ich weiß, aber wenn Shaolung geht, dann versuche ich es auch. Ja, morgen früh. So schnell? Na gut. Wenn ihr unbedingt wollt, dann geht. Aber seid vorsichtig. Ich wünsche euch viel Glück. Sei stark im Kampf, aber gütig im Herzen. Es liegt in deiner Hand, ob du lebst oder stirbst. Ja. Lass uns weitergehen. Ja. Halt, komm zurück! Was ist? Was ist? Kommt her! Taiyi? Lass mich mit Shaolong durch die Prüfung gehen. Wir sind doch Freunde und ich möchte... Ja, ich verstehe, dass du ihm dabei helfen willst. Das ehrt dich, Taiyi. Aber du weißt, du bist noch nicht gut genug. Du hast recht. Komm, wir gehen. Ja. Bist du bereit? Ja. Wer die Prüfung durch die 18 Bronzemänner auf sich nimmt, darf sich nur auf seine eigene Kraft und Geschicklichkeit verlassen. Jede fremde Hilfe ist verboten. Sonst sterben beide. Wollt ihr es wirklich wagen? Ja. Ich gehe zuerst. Warte hier und pass auf. Du darfst weitergehen. Shaolong, jetzt du. Ja. Thank you.
Du darfst weitergehen, Bruder. Ich danke euch, Brüder. Nicht, Bruder, ich bitte dich, verschone ihn. Shaolong. Es ist sinnlos. Das schaffe ich niemals. Natürlich schaffst du es. Nein, ich kann das nicht. Das weiß ich. Ruhig, komm, ich bring dich zurück. Shaolong, tauch unter. Die Kräuter lindern deine Schmerzen. Ja, ja. Tauch richtig ein. Ja. Du bist selber schuld daran. Du wolltest ja unbedingt raus. Was kommt davon, wenn man zu ungeduldig ist? Sei doch nicht so streng, Tang Shun. Er ist genug gestraft. Er hätte tot sein können. Und er hätte nichts Besseres verdient. Ja, du hast recht. Ich habe mir zu viel zugetraut. Und habe dich in Gefahr gebracht. Verzeih. Jammere nicht wie ein kleines Mädchen. Sowas kann ich nicht leiden. Eines hast du hoffentlich begriffen. Du musst mehr üben, sonst wirst du die Prüfung niemals bestehen. Das Schwierigste ist die ständige Atemkontrolle, denn sie allein ermöglicht eine dauernde Konzentration. Ohne genügend Sauerstoff kann euer Gehirn nicht richtig arbeiten. Der Atem ist der Träger eurer Kraft. Er stellt die Harmonie zwischen unserem Körper und Geist her. Richtiges Atmen erhöht eure Konzentrationsfähigkeit. Generationen von Mönchen, die durch die Schule des Shaolin-Klosters gegangen sind, haben hier ihre Erfahrungen und Erkenntnisse niedergeschrieben. Ich wünsche, dass ihr ihre Arbeiten lest. Tut es gründlich, ihr könnt sehr viel daraus lernen. Wir werden uns bemühen, Meister. Wenn euch etwas nicht klar wird, dann diskutiert es untereinander. Und nun beginnt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Studien. Danke, Meister. Taiyi, weißt du, wie lange wir brauchen, wenn wir das hier alles durchlesen? Mindestens ein Jahr. Was heißt eins? Ich schätze mindestens 3 Jahre. Aber wenn wir alle Kung-Fu-Bücher raussuchen, dann geht's schneller. Kommt nicht in Frage. Wenn wir wirklich was lernen wollen, müssen wir alles studieren. Ohne Tricks und Abkürzungen. Sonst können wir es gleich bleiben lassen. Du hast recht.
Da oben ist ja noch eins. Die 18. Stufe des Kung Fu. Tang Shun, Tai Yi. Hier, siehst du? Die 18. Stufe des Kung Fu. Die Vollendung des Kung Fu liegt in der Technik der 18. Stufe. Wo hast du das Buch gefunden? Es lag da oben. Nur weil ihr Shaolin-Tempel das größte buddhistische Heiligtum in China ist, können sie sich alles erlauben. Sie bilden Rebellen aus, lehren sie Shaolin-Kung-Fu bis zur Vollendung und die ziehen dann als Mönche verkleidet durch das Land und bekämpfen uns. Aber ich kenne ihr Geheimnis. Mein Spion hat mir ihr Buch über die 18. Stufe des Kung-Fu gebracht. Die 18 Figuren aus Bronze symbolisieren die einzelnen Stufen und Techniken des Kung-Fu und ich beherrsche sie alle. Bis auf die 18. Aber die werde ich jetzt auch lernen. Und ihr werdet sie ebenfalls lernen. Habt ihr mich verstanden? Ja, ja auch. Weitergehen. Danke, Bruder. Yeah.
Du kannst weitergehen. Danke, Bruder. Du hast in der Prüfung gezeigt, dass du die 18 Grundtechniken des Kung-Fu beherrschst. Aber jetzt musst du noch eine Prüfung bestehen. Mhm. Hör gut zu, du musst 18 Schläge von mir hinnehmen. Du kannst dir überlegen, ob du zurückgehen willst. Nein. Gut, dann lass uns beginnen. Du darfst gehen. Du hast die Prüfung bestanden. Ich danke dir, Meister. Dankeschön. Was steht da? Das Drachentor. Was bedeutet das? Das heißt, wir müssen aus eigener Kraft durch. Ich kann es heben. Wie willst du das schaffen? Ich versuche es. Gut. Thank you.
Ich hab's geschafft. Gut gemacht, Shao. Todespforte. Das ist die letzte Prüfung. Die Feuerurne mit den vier Himmelsdrachen. Du musst sie mit deinen Händen von dort wegtragen. Die ist doch glühend heiß. Aber du kannst es schaffen, wenn du deinen Atem kontrollierst und dich beeilst. Hast du dich verbrannt? Die Drachen haben sich in die Haut eingebrannt. Das ist das Zeichen der Shaolin-Meister. Jetzt gehörst du dazu. Ich gratuliere dir. Danke. Du kannst das auch. Ich warte draußen auf dich. Gut. Tang Shun! Tang Shun! Die Urne steht wieder vor dem Tor. Keine Angst. Du wirst es schaffen. Versuch es nur. Ja. Ja. Tang Shun! Ich hab's geschafft! Sehr gut! Los, komm aus! Ja! Wir sind durch! Ich wusste, dass wir es schaffen! Jetzt sind wir beide Meister, ja! Und Buddha segne euch! Meister! Wir haben es geschafft! Tang Shun, Shaolong, ihr habt gezeigt, dass ihr gute Schüler gewesen seid. Nun seid ihr beide auch Shaolin-Meister. Wie ihr wisst, gelingt es in jedem Jahr nur einem oder zwei Schülern, die Prüfung zu bestehen. Ich beglückwünsche euch dazu. Bevor ihr unser Kloster verlasst, möchte der ehrwürdige Meister noch mit euch sprechen. Kommt mit. Ihr müsst euch erst waschen und frische Kleider anlegen. Ja. Wir danken euch, Meister. Eure Ausbildung hat viele Jahre gedauert und war manchmal sehr hart. Vergesst nie die Grundsätze und Ziele unseres Ordens. Denkt immer daran, dass eure Meisterschaft auch eine große Verpflichtung ist. Dient unserem Volk, helft den Schwachen und Unterdrückten. Strebt nicht nach Reichtümern für dein einfaches Leben. Wir versprechen es, erhabener Meister. Wir werden eure Lehren immer befolgen und nach den Regeln des Shaolin-Ordens leben. Und wenn unsere Aufgabe erfüllt ist, werden wir zurückkehren. Ihr werdet uns stets willkommen sein. Seid vorsichtig auf eurem Weg, denn wir haben viele und mächtige Feinde. Das werden wir, Meister. Wir danken euch für alles. Erhebt euch. Ich wünsche euch Glück auf eurem Wege. Lebt wohl, Meister. Geht nun. Buddha sei mit euch. Es ist ein totes Dorf. Hier ist doch kein Mensch. Bist du sicher, dass du dich nicht geirrt hast, Bruder? Nein, da oben ist es. Ich kann mich ganz genau erinnern. Deine Großmutter ist tot, mein Sohn. Und nun muss ich dich über deine wahre Herkunft aufklären. Du bist nicht der Sohn eines Händlers. Dein Vater war der berühmte Ming-General Kuan-Yung. Nach dem Sieg der Manchus wollte ihn der Qing-Kaiser in seine Dienste nehmen. Aber dein Vater lehnte ab. Weil er sich nicht kaufen lassen wollte, mussten er und deine Mutter sterben. Der Statthalter Hui Chuying ist ihr Mörder. Du musst den Tod deiner Eltern rächen.
Hier das Vermächtnis deines Vaters. Er schrieb es mit seinem eigenen Blut. Mein Sohn, ich habe dem Qing-Kaiser den Treueschwur verweigert. Heute Nacht sind der Statthalter Hui Chuying und seine Schergen in unser Haus eingedrungen und haben uns hinterrücks überfallen. Vorwärts! Kämpfe die Manchus, wo du kannst, für ein freies China. Ich werde seinen Wunsch erfüllen. Hier ist dein Schwert. Trage es von nun an und richte damit den Mörder deiner Eltern. Und hier ist ein Brief des Kaisers an deinen Vater. Seine Ernennung zum General. Seht ihr den jungen Mann dort? Der gefällt dir. Könnt ihr nicht aufpassen? Verzeiht, Herr. Verzeiht. Zum Goldlotus. Ja, bitte, Herrin, was wünscht ihr? Ich hatte eine Schale Wein bestellt. Was ist das für Wein? Das ist Ameisenwein. Das ist doch Reiswein. So, kannst du mir verraten, wie diese Ameise da hineinkommt? Ja, ich weiß nicht. Trink ihn selbst. Vielen Dank, aber ich trinke niemals Wein. Du trinkst niemals Wein? Dann kriegt ihn ein anderer. Bring mir sofort eine frische Schale. Ja, natürlich. Sofort, gleich. Hey, ihr seid nicht allein hier. Benehmt euch anständig. Ihr habt mich mit eurem Wein vollgeschüttet. Oh, das tut mir leid. Es war aber nicht meine Schuld. Die Weinschale hatte keine Augen. Lasst eure dummen Witze. Ihr könntet euch wenigstens für euer Benehmen entschuldigen. Oh. Was denn, der junge Herr ist aber empfindlich. Lasst mich doch zufrieden! Ach bitte, Herr, nehmt das doch nicht zu ernst. Fangt Sie keinen Streich mit ihr an. So setzt euch wieder. Ich bitte euch. Komm, hier, ich bringe das wieder in Ordnung. Mischt euch da nicht ein. Wenn er unbedingt will, kann er eins auf seine vornehme Nase kriegen. Ich bitte euch, Herr, seid doch vernünftig. Herr, bitte. Kommt zurück. Bitte. Warum sucht ihr Streit? Ich würde mich lieber entschuldigen. Seid nicht so frech, sonst verprügle ich euch wirklich. Da.
soll der Streit? Tang Chung. Halt! Warum streitet ihr? Es kann doch nicht so ernst sein, dass man sich deshalb prügeln muss. Er ist an meinen Tisch gekommen und wollte kämpfen. Ich habe nicht angefangen. Ach, er ist manchmal etwas wild. Nehmt's ihm nicht übel. Du entschuldigst dich für mich? Sie hat den Streit angefangen. Achtet gar nicht auf ihn. Sei ruhig, wir dürfen hier nicht auffallen. Was ist denn? Lass uns gehen. Starrt uns nicht so an. Entschuldigt, Herr. Halt, einen Moment noch. Ich habe gewonnen. Und von heute an gehört mir euer Leben, Fremde. Achte nicht auf sie. Seid schön vorsichtig, dass euch nichts passiert. Als Leiche würdet ihr mir nicht so gut gefallen, bestimmt nicht. Ich danke euch, danke. Lebt wohl. Sieh dich mal um, die Verrückte läuft uns nach. Wirklich? Entschuldigt, aber warum verfolgt ihr uns? Das ist doch ganz klar, ich muss auf ihn aufpassen. Ich will doch nicht, dass ihm was passiert. Lasst diesen Unsinn, bitte. Ihr irrt euch, das ist kein Unsinn. Jetzt habe ich aber genug von diesem Gerede. Lasst uns in Ruhe. Das ist unmöglich. Verstehst du das? Was will die von mir? Keine Ahnung. Ich weiß nur, ihr Kung-Fu ist sehr gut. Da! Oh, ein Fährmann. Der kann uns übersetzen. Kannst du uns übersetzen, Bruder? Ja, Herr. Fahr los. Wir sind in Eile und haben noch einen langen Weg vor uns. Beeil dich. Ja. Ich bin auch rüber! Schon wieder sie. Sie ist lästig wie ein Floh. Fahr weiter. Kehr nicht um. Und beeil dich bitte. Ja. Halt! Leg noch mal an! Wartet auf mich! Fahr ruhig weiter, Fährmann. Es war sehr nett, dass ihr auf mich gewartet habt. Ja, hier ist es so still und friedlich. Nur die Vögel singen. Mir allmählich lästig. So? Du solltest dich langsam an mich gewöhnen. Hm? Nein. Was ist? Willst du mich wieder loswerden? Dann musst du dich freikämpfen. Komm doch. Nein, lass das. Wir haben keine Zeit für solchen Unsinn. Komm jetzt. Ja, gleich. Also noch gehörst du mir. Sei vorsichtig und brich dir nicht den Hals. Ein blödes Weibstück. Kommt doch herein, ihr Herren, und macht es euch gemütlich. Lass uns hier essen. Wir brauchen eine Pause. Ja, bitte sehr, tretet näher. Hey, Wang! Mach den Tisch sauber. Ja, bin schon dabei. Bitte sehr, nehmt doch Platz. Danke. Was darf ich bringen? Jetzt ist sie schon wieder da. Wer? Beachte sie nicht. Was darf es sein? Bring uns Gemüse und Reis. Ja, gern. Und zwei Schalen Tee, bitte. Gemüse, Reis und Tee kommt sofort. Hey, Wirt!
Ja? Ja, bitte? Bring mir eine Portion grünen Tee. Ja. Ich grüße euch. Soll ich euch die Zukunft deuten? Ich kann aus der Hand lesen und Horoskope stellen. Wenn ihr nicht zufrieden seid, braucht ihr nicht zu bezahlen. Achtung! Aber meine Herren! Halt, mein Freund! Der junge Mann da drin steht unter meinem Schutz. Warum wolltest du ihn töten? Jetzt werde ich dir mal dein Horoskop stellen. Du wirst bestimmt nicht sehr alt. Das ist nur eine Hälfte des Schmucks. Sie trägt das Bild eines fliegenden Drachens. Auf der anderen Hälfte ist ein Phönix. Eines Tages wird ein junges Mädchen begegnen, das die Hälfte mit dem Phönix hat. Es ist eine zukünftige Frau, Li Xiaoyun. Ihr seid euch als Kinder von euren Eltern versprochen worden. Sie wird dir helfen, Huai Chunyin zu finden und den Tod deiner Eltern zu rächen, mein Sohn. Du hast großes Glück gehabt. Sei froh, dass ich auf dich aufpasse. Wer bist du? Sag mir deinen Namen. Meinen Namen? Sei nicht so neugierig. Den wirst du noch früh genug erfahren. Du heißt Li Xiaoyun. Gib das sofort wieder her! Du kriegst es an unserem Hochzeitstag. Oh. Hier, bitte, Herr. Euer Essen. Und die Essstäbchen, bitte. Nimm die Finger weg! Kann der Tigerkopf wirklich beißen, Herr? Natürlich, das hast du doch gesehen. Nimm dich in Acht. Er kann neugierige Kellner nicht ausstehen. Worauf wartest du noch? Ich habe nun mein Essen, also lass mich in Ruhe. Kommt herein, Herr. Wir haben gutes Essen. Buddha segne euch. Danke, Herr. Taiyi! Xiaolong! Ich hätte dich fast nicht erkannt. Geht's dir gut? Ja, ich habe mich sehr gelangweilt, als du nicht mehr da warst. Und da wollte ich auch raus. Du hast es geschafft. Großartig. Ich gratuliere. Danke. War es schwer? Ja, und wie? Das Drachentor hätte ich fast nicht geschafft. Aber ich habe nicht aufgegeben. Sehr gut. Hier. Sieh mal. Ah. Hier. Oh, entschuldige, Taiyi. Also das ist Li Xiaoyun, meine Verlobte. Taiyi ist einer meiner besten Freunde. So? Dann lade ich euch zur Hochzeit ein. Danke sehr. Ach, Tang Shung ist ebenfalls hier. Ja? So eine Überraschung. Wo ist er? Da hinten sitzt er. Tang Shung! Ich freue mich, dich wiederzusehen. Hast du gehört? Er hat die Prüfung auch bestanden. Herzlichen Glückwunsch, Taiyi. Danke. Ich hatte großes Glück. So gut wie du bin ich sicher noch nicht.
Ich würde gerne noch weiter mit dir üben. Natürlich. Wir haben sicher noch Gelegenheit. Setz dich. Danke. Bitte nach dir. Iss mit uns. Übernachtest du auch hier? Ja. Wir bekommen schlechtes Wetter. Es ist soweit. Endlich. Meine Freunde helfen mir. Morgen holen wir uns Hui Chu Ying und ich werde den Tod meiner Eltern rächen. Gib es auf! Du feiger Meuchelmörder, nimm die Maske ab und zeig dich! Pass auf, Li Shaoyun! Die Waffe ist gefährlich! Schwindlig. Ich kann nichts mehr sehen. Shaolong, ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht allein. Oh, bitte, du darfst nicht sterben. Das waren Giftnadeln. Aber daran stirbt man nicht. Aber diese Schmerzen. Warum hast du das getan? Ich... Du warst mein Freund. Mein Bruder. Du hast ihn verraten. Wie kann man nur so gemein sein? Warum wolltest du Shaolong töten? Du feiger Mörder! Oh ja, ich weiß. Die Manchus zahlen gut. Nein. Das glaube ich nicht. Warum hast du das getan? Ich verstehe es nicht. 20 Jahre lang haben wir zusammengelebt wie Brüder. Raus mit dir! Geh mir aus den Augen! Oder ich bring dich um! Ja.
Ying. Leb wohl. Ja. Er ist tot. Ich grüße euch, Hoheit. Was gibt es? Ich bringe eine Eilbotschaft, Hoheit. Sie kam soeben von einem unserer Spione. Yunxing, komm da raus! Was willst du? Ich bin Shaolong, der Sohn von Kuan Shu Yen. Du hast meinen Vater ermordet. Dafür werde ich dich töten. Denkst du, du hast in deinen 20 Jahren Shaolin genug gelernt? Na los, dann versuch's doch, mich zu töten! Ja, du Manchu, und das werde ich. Ich bin Huin Yunxing. Ich habe gehört, ihr wollt mich töten. Stimmt das? Das wollten schon viele, aber die sind alle tot. Dank schon. Was soll dieses alberne Theater? Bleib ruhig. Einer von den beiden muss der Richtige sein. Ich glaube, der da ist es. Los! Schau, Lung, da hinten! Lass dich nicht nervös machen. Ihr wollt mich doch töten! Na, kommt her! Ihr wollt Rache? Na los, hier bin ich! Hier bin ich! Ich bin der richtige Hui Yunxing. Und ich werde euch auf diesem Hügel begraben, ihr verfluchten Rebellen. Vorwärts! Eins weiß ich, ihr werdet mich niemals besiegen. Shaolong, die 18. Stufe. In Ordnung. Warte. Hm?
Yun Mei, du übernimmst ihn. Lieber nicht weiter. Warum nicht? Weil du mir gefällst. Das Leben liegt noch vor dir. Komm mit mir und ich werde dir alle deine Wünsche erfüllen. Ich wünsche mir nur deinen Tod! Heute wirst du bezahlen. Für das Blut aller unschuldigen Menschen, die du getötet hast. Für den Tod meiner Eltern. Und für die Knechtschaft meines Volkes. Er wird sterben, wie sein Sohn gestorben ist. Nein, Tang Shun! Hast du gesehen? Jetzt haben wir ihn, Shaolong. Mein Tiger hat ihn gefangen. Warum hast du dich geopfert? Wir hätten ihn auch so besiegt. Nein, Bruder, es war der einzige Weg, ihn zu besiegen. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Oh nein! Tang Shun! Tang Shun! Tang Shun, verlass uns nicht! Tang Shun! Tang Shun!